Guten Morgen, meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Ja, ist ganz schön kalt hier in Dubai. Warte, ich drehe mal um. Echt ein bisschen, ja, sandig, nicht klar, kalt. Ich habe zwei Pullover an. Ich friere. Würde ich nachlegen, Ethereum zu kaufen? Nein, kauft definitiv nicht. Also ich habe ja gerade ein Video extra gemacht, dass er wahrscheinlich von 1800 auf 20.000 geht innerhalb eines Jahres. Aber nein, auf keinen Fall kaufen. Und meine Videos auch nicht gucken, bitte nicht. Das ist auch interessant. Recherche bringt einen nicht wirklich weiter, weil jeder was anderes sagt. Ja, genau das ist ja die Recherche. Dass man sich irgendwann damit auskennt und weiß, welchen Aussagen man eher vertrauen kann und welchen nicht. Das ist ja die Recherche. Diese Frage verstehe ich nicht, weil ich das jeden Tag ungefähr 97.000 Mal sage. Lieber finanziell frei und krank oder gesund und finanziell nicht frei? Was ist das für eine Frage? Die Gesundheit ist das Wichtigste von allen Punkten. Aber die Frage impliziert schon wieder was ganz Spezielles. Und zwar, warum kann ich nicht beides haben wollen? Warum kann ich nicht gesund sein wollen? Warum kann ich nicht ein besseres Leben haben wollen, finanziell frei sein wollen, noch eine andere Sprache lernen und mich in allen Bereichen noch weiterentwickeln? Warum? Weil das ist genau das, das ist fürs Gehirn, für das, was wir lernen, nicht gewünscht. Was so viel? Nein, ich muss mich entscheiden. Entweder ich bin gesund oder ich bin finanziell frei. Beides geht auf keinen Fall. Wie würde ich, das ist natürlich keine Empfehlung, jetzt anfangen, wenn ich das erste Mal in Krypto... Oh, schon wieder diese Raben, ey. Die machen mich wahnsinnig. Also, wie würde ich anfangen? Und zwar würde ich wahrscheinlich 80-85% in Bitcoin und Ethereum investieren, zu gleichen Teilen, und den Rest wahrscheinlich in Cardano. Ja, so würde ich es wahrscheinlich machen. Vielleicht noch ein bisschen Litecoin. Ja, hier findet gerade hinter mir ein Fotoshooting statt. Ist mir jetzt egal, ich mache einfach weiter. Was würde ich bei einer künstlichen Befruchtung empfehlen? Und zwar die ganzen Kliniken, die gucken nicht mal euren Vitamin D-Spiegel an. Das ist grob fahrlässig. Warum grob fahrlässig? Weil ihr 6.000, 7.000 Euro pro künstliche Befruchtung ausgebt. Und wenn ihr einen katastrophalen Vitamin-D-Spiegel habt, dann habt ihr fast keine Chance, schwanger zu werden. So, deswegen das auf jeden Fall checken. Wie sieht deine Exit-Strategy aus? Also, wie ich Gewinne einheimse, wenn der Bitcoin-Preis immer höher geht? Also, der Hintergrund ist dahinter, dass man immer mal so ein Stück sich auszahlt auf dem Weg nach oben und dann auch wieder auf dem Weg nach unten. Und ich habe mir schon grob was überlegt. Der Bull Run, also der Bull Market, ist ja nicht morgen zu Ende, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich noch ein bisschen Zeit, aber ich werde wohl ein Video darüber machen, wenn es soweit ist. Vielleicht in einem Monat oder so. So, meine Freunde, melde mich später nochmal. Guckt auf jeden Fall das Video zu Ethereum, was das auf sich hat mit dem Metcalfe'schen Gesetz, wo Ethereum wahrscheinlich landen wird. Sehr interessant. Und ansonsten könnt ihr mal reinschreiben, weil das nächste YouTube-Video mir überlegen. Schreibt noch mal rein, welches Thema ihr am meisten hören wollt oder am liebsten hören wollt. Und dann gucke ich mal, drehe ich wohl morgen wieder ein Video. Und erstmal bis später. ...20, 30 Jahren, wie lange auch immer, angeeignet hat, kann er euch einfach in viel kürzerer Zeit beibringen. Und im Matrix-Prinzip ist es ja wirklich ein richtiges Training, wo du dich wirklich in allen Bereichen weiterentwickeln kannst. Mal die Woche machen. Ich habe es aber jetzt jeden Tag durchgezogen und ich finde, das lohnt sich so dermaßen. Man verändert sich in der ersten Woche schon so extrem. Also mein Rumpf und mein Bauch vorne sind schon richtig fest geworden.